Der Glaube der Götter. Bereits als Herak Magus den ersten Versuch unternommen hatte, die Weißblumen zu besiegen, erreichte Banfalus sein Ziel. Schon von Weitem konnte der Mottenreiter die schweren, dicken Regenwolken erspähen, welche über den großen Eiland bedrohlich thronten. Als er in die dichten Wolken hineinflog, bemerkte er den schweren, kühlen Regen, der wie ein dunkler Schleier sich über ihn und Luna legte und sowohl die Sicht als auch das Flugvermögen des zauberhaften Wesens beeinträchtigte. Auch Banfalus selbst konnte kaum die Hand vor Augen erkennen, als er versuchte, durch den wasserfallähnlichen Wolkenbruch zu spähen, um einen geeigneten Landort zu finden. Luna, wir müssen runter! Vielleicht können wir da eine bessere Sicht bekommen! Rief Banfalus, der versuchte, gegen das Brausen des Regensturms anzuschreien. Luna hörte ihn und ging mit einem angestrengten Pukio! Tiefer, sodass nur noch einige Meter sie von dem Boden trennten. Auch verlangsamte sie ihren Flug sehr, damit sie, aufgrund der schlechten Sicht, nicht außersehen eine der vielen Berge rammte, für die diese Gegend berühmt war. Wahrscheinlich waren diese auch die Ursache für das chaotische, ständige Regenklima, unter dem die Bewohner des Bergdorfes Melanconia litten. Die massiven, schweren Berge, welche das kleine und an sich idyllische Dorf umgaben, bildeten eine natürliche Abschirmung gegen die Umluft. Das Wasser konnte über Wasserdampf einfach nicht entweichen, da es dazu so hoch in die Luft steigen musste, um die Berge zu überwinden, dass es bereits Höhen erreichte, in denen die winzigen Wassertröpfchen bereits wieder kristallisierten und als Regen niedergingen, daher auch der permanente Regen. Es wäre wahrscheinlich viel richtiger gewesen, von einem umgebenden Gebirge zu sprechen, denn das kleine Tal machte nur einen wahrlich winzigen Teil der Insel aus. Daher bemühte sich Luna sehr, langsam, aber sicher voranzufliegen. Ständig musste sie die Flughöhe korrigieren, um die verschiedenen Spitzen der Berge des Gebirges zu umfliegen. Und so erreichten Luna und Banfalus nach einigem behutsamen Navigieren das Zentrum des Gebirges, Melanconia. Als Banfalus im dichten Regenschleier das grüne Dorf inmitten des kargen Graus des Gebirges erblickte, befahl er Luna zu landen. Als sich Reiter und Motte dem Boden näherten, stellten sie fest, dass rings um das Tal ein Graben gezogen war, in dem sich das Regenwasser ansammelte. Eine simple und effiziente Lösung, um dem Ertrinken zu entkommen, denn man konnte das Dorf als abgeschieden bezeichnen oder auch als isoliert von der Umwelt. Durchnässt landeten Motte und Reiter nahe des größten Gebäudes mit einer Ohr am Dach. Offenbar handelt es sich um das Rathaus, denn vor diesem bereitete sich ein gepflasterter, kleiner Bereich aus, in dessen Zentrum skurrilerweise ein Springbrunnen thronte. Dieser bestand aus einem simplen Wasserbecken, in dessen Zentrum sich eine Knabenskulptur befand, die das Wasser aus der einzigen geologisch sinnvollen Öffnung heraussprudeln ließ. Gegenüber des vermeintlichen Rathauses war ein sehr großflächiges, wenn auch nicht besonders hohes, Gebäude, hinter dessen Fenster ein gemütlich wärmendes Licht dran, das wohl für ein tüchtigen Kaminfeuer zu kommen schien. Auch ein Stall grenzte an das Gebäude an, aus dem das Blöden von Schafen zu hören war. Oh, was für ein schreckliches Wetter. Luna, du kannst jetzt gehen und dich vergnügen. Ich werde mich erst einmal da drin umsehen. Ich rufe dich, wenn ich dich wieder brauchen sollte. Er drehte sich zu seiner geliebten Motte um, streichelte das durchnässte Wesen sanft an der Kehle und sprach dann: Stell keinen Unfug an. Ich werde mich beeilen, ja? Antwortete Luna und schüttelte sich vor Nässe. Natürlich passe ich auch auf mich auf. Nun geh schon. Es reicht ja, wenn einer von uns nass wird. Antwortete Banfalus freundlich und drückte die Motte noch einmal an sich, die sich daraufhin mit einem zaghaften Pukio verabschiedete und gen Himmel flog und durch den dichten Regenschleier augenblicklich außer sich geriet. Banfalus drehte sich von dem Rathaus weg und begab sich zu den anheimlichen Häuschen. Als er vor der Tür stand, sah er, dass ein kleines Holzstück von einer über der Tür befestigten, schwarzen Metallstange herunterhing. Auf dem Holzschild war die Zeichnung von einem Teller samt Besteck, so wie es für Gasthöfe üblich war. Er überwand schnell seine Verwunderung, dass ein so schwer zu erreichendes Dorf ohne jeglichen Tourismus über einen Gasthof verfügte und trat durch die Tür und so in den großen Raum des Gasthofes, in dem sich einige Tische samt Stühlen befanden. An der Wand gegenüber der Tür, jedoch um einige Meter versetzt, befand sich ein Tresen, hinter dem eine Treppe in das obere Stockwerk führte. Bis auf den Wirt, der mit deprimierter Miene hinter dem Tresen stand und Gläser abtrocknete,
befand sich keine Menschen in dem Raum. Als der Wirt mit seinem charakteristischen Schnauzer und der Halbglatze, die von dunklen, dichten, schwarzen Haaren umgeben war, das modernde Knarren seiner Eingangstür hörte, hob er seinen Blick von dem Glas und sah den durchnässten Pan Faulus an. »Hallo, Fremder! Stürmisch die Nacht heute, nicht wahr? Setzt euch erst einmal. Ich bringe euch gleich einen heißen Tee und eine deftige Hühnersuppe. Ihr Fremden holt euch ja bekanntlich nach fast jedem kleineren Regenguss seine Krankheit weg.« Sprach der Wirt freundlich mit seiner brummenden, jedoch auf seltsame Weise väterlich anmutenden Stimme. Während der vollbärtige Mann sich zu der kleinen Kochnische hinter dem Tresen umdrehte und eine dort stehende Kanne mit Wasser aus einem Holzeimer füllte, erwiderte der durchnässte Pan Faulus verwundert: »Kleiner Regenguss? Ich dachte fast, ich wäre durch einen Wasserfall gelaufen.« »Ja, selbst für unsere Gefilde ist der Regen heute ziemlich heftig.« Erwiderte der Wirt, der mit dem Auffüllen der Kanne fertig wurde und sie über ein kleines, in einem Metallofen befindliches Gestell aufhing und eifrig ein großes Messer ergriff, mit dem er die Zutaten für die Hühnersuppe zubereitete. »Nun, ich hörte, die Menschen hier seien sehr, wie soll ich sagen, verbittert wegen dem ständigen Regen. Ihr jedoch erweckt mir einen recht freundlichen Eindruck.« Gab Pan Faulus vorsichtig zu. Der Wirt drehte sich um und bedachte den Faulen mit einem breiten Grinsen, wobei er brummend sprach: »Das mag ja sein, aber Wirt bleibt Wirt. Nicht die Güte des Essens, nicht die Weichheit der Betten oder die Reinheit des Weins machen ein gutes Gasthaus in erster Linie aus, sondern der Umgang mit den Gästen. Viele würden lieber an der Theke sitzen und eine Speise essen, die sich optisch kaum vom Morast unterscheidet, wenn der Wirt dazu ein freundliches Lächeln und ein paar gute Geschichten auf Lager hat, als die feinsten Delikatessen mit schlechter Laune und schlampiger Bedienung vorgesetzt zu bekommen.« Mit diesen Worten wandte sich der kräftige Mann um und tat die zerkleinerten Zutaten in einen Kessel, den er auf den Ofen setzte, ehe er die Kanne mit einem Gusshaken von der Feuerstelle nahm und zum Abkühlen auf den Tresen stellte. »Nun denn, Herr Wirt, so ihr ein guter eurer Zunft seid, so werdet ihr mir doch sicher einen kleinen Plausch nicht abschlagen?« erkundigte sich Pan Faulus spitzfindig. Der Wirt trat hinter dem Tresen hervor, setzte sich Pan Faulus gegenüber und erwiderte diskret: »Selbstverständlich, aber vorher sollten wir noch eine andere Sache klären.« »Worum geht es?« erwiderte Pan Faulus. »Ich leite einen Gasthof und kein Kloster. Wir sagen, wie sieht es mit der Bezahlung aus? Was wollt ihr mir für Obdach, Speise und Unterhalt bieten?« fragte der Wirt direkt. »Sagtet ihr nicht, das höchste Gut eines Wirts sei der Umgang mit den Gästen?« hakte der clevere Faun nach. »Ha!« rief der Wirt aus und fügte hinzu: »Das ist die zweithöchste Regel. Aber wie alle anderen Regeln, die auf die höchste folgen, tritt sie nur in Kraft, wenn die erste Regel erfüllt wird. Der Gast zeigt seine Großzügigkeit und Dankbarkeit gegenüber des Wirts durch einen angemessenen Obolus.« Erwiderte der Wirt schlagfertig, ehe er sein kämpferisches Grinsen ablegte und wieder streng schaute und düster sprach: »Also, Herr Faun, wie gedenkt ihr mich zu entlohnen?« »Offen gestanden, ich bin bereits hier, um euch und eurem Dorf zu helfen. Da Pflicht und Barmherzigkeit mich leiten und nicht Gier, so werde ich mich hüten, euch allen für meinen noch vollbringenden Dienst ein, wie sagtet ihr, kleinen Obolus abzuverlangen und mich damit begnügen, dass ihr mir jegliche Unterstützung, sei es Obdach und Speise oder Hammer und Meißel, zur Verfügung stellt.« Entgegnete Pan Faulus, der immer mehr zu spüren begann, dass der Wirt hinter seiner beruflichen, freundlichen Fassade tatsächlich sehr miesepetrig war. »Heißt das, euer Angebot ist nichts?« erkundigte sich der Wirt nach kurzem, aber intensivem Überlegen. »Nun, meine Dienste werden mehr wert sein als Geld noch gut. Ich werde euch das Glück wiederbringen. Dies ist mein Auftrag.« sprach Pan Faulus weise. Der Wirt schlug auf den Tisch und sprach hart: »Hier wird bar bezahlt!« Pan Faulus atmete tief durch, als er bemerkte, dass er mit seiner Argumentation, so richtig und ehrlich sie auch war, nicht weit kommen würde. Die Leute hier lebten für den Moment und sahen daher nicht, was sie einst hatten oder was die Zukunft ihnen bringen würde, sondern nur, was gerade im Hier und Jetzt war. Doch was sollte Pan Faulus ihm bieten? Er hatte weder Geld noch Gut, das er hätte verschenken können.
lediglich seine Sicheln und das Pergament mit den Aufträgen, und beides war unentbehrlich für ihn. Also sann er auf eine List, indem er sprach: Nun, Herr Wirt, ich verstehe euren Zorn und möchte euch daher einen Vorschlag machen. Bei uns Faunen ist es Brauch, Streitigkeiten mit diversen Wettkämpfen im kleinen Maße zu lösen. De facto ist es so, dass ich kein Geld habe, was ihr wollt, und euch nur ein Versprechen geben kann, welches euch als wertlos erscheint. Andererseits solltet ihr in Erwägung ziehen, dass ich tatsächlich einen weiten Weg zurückgelegt habe, um euch im Auftrag der Götter zu helfen. Und sicher könnt ihr sein, dass mich, sollte ich lügen, eine solch große Anmaßung bereits mein Leben gekostet hätte. Zudem scheint euer Gasthof so gut besucht zu sein wie eine Klärgrube. Daher möchte ich euch vorschlagen, dass wir uns in einen Wetttrinken messen. Sollte es euch gelingen, mehr als ich zu vertragen, so werde ich nicht nur für Speise und Getränk aufkommen, indem ich mir Arbeit suche, sondern auch eine volle Woche unentgeltlich für euch arbeiten. Gelingt es euch jedoch nicht, so werdet ihr mir für besagte Woche freie Kost und Logis gewähren. Was sagt ihr dazu? Haltet ihr mich für einen Narren? Jeder weiß doch weit und breit, dass ein Faun das bis zu Dreifache eines gestandenen Mannes verträgt. Erwiderte der Wirt: Nun gut, und wenn wir dieses naturgegebene Geschenk damit kompensieren, dass ich dreimal so viel trinken muss wie ihr, ist euch dies dann gerecht? Fragte Pamphaulus den Wirt, der klug genug war zu wissen, dass ein Faun tatsächlich dank seiner beeindruckenden Physiologie mehr vertragen konnte als ein Mensch, jedoch nicht wusste, dass Pamphaulus auch über einige Magie und das Wissen über die Wein-zu-Wasser-Technik seines ehemaligen Bekannten Jezuz wusste, der leider schon viel zu früh verstorben war. Jezuz hatte sich oft die Freude gemacht, den Faun damit zu ärgern, dass er seinen Wein immer zu Wasser verwandelte. Ohne Pamphaulus Wissen war es seine Mutter gewesen, die Jezuz gebeten hatte, seinen Sohn von den Verlockungen des Alkohols fernzuhalten, was insoweit fruchtete, dass der Faun sich so gut wie nie betrank, sondern sich wahrlich nur dem Genuss statt der Sucht hingab. Jezuz hatte ihn dafür den Trick verraten, ein Geschenk, was Pamphaulus bis zum heutigen Tag nicht zu schätzen wusste, denn wann, außer einer so überaus unwahrscheinlichen Situation, war es schon sinnvoll, Wein zu Wasser zu machen. Nun, das erscheint mir wirklich fair. Erwiderte der Wirt und sah schon eine tüchtige Entlohnung und einen kostenlosen Arbeiter vor sich. Einverstanden, sprach der Wirt und hörte den Deckel des Suppentopfes vor aufsteigenden Wasserdämpfen tanzen. Er stand auf und schenkte seinen Gast in eine Holzschüssel drei Kellen ein und brachte ihm eine Tasse Tee. Danke, erwiderte Pamphaulus und sprach zum Wirt, ehe er zu essen begann: Holt schon einmal ein Fass Bier, Wein und dann auch schon noch Schnaps und Met herbei. Dazu natürlich jenen Maßkrug, ein Schnaps- und Weinglas sowie einen Metkrug. Ich erkläre euch dann die Regeln, sobald ich mit dem leckeren, duftenden Essen, was ihr mir so generös zubereitet habt, fertig bin. Der Wirt tat wie geheißen und holte nach und nach die Fässer und Trinkbehälter an. Genügend Zeit für den hungrigen Faun, sein wohlverdientes Mahl und den warmen Tee zu genießen. So langsam wurde er auch wieder von außen trocken und von innen warm. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt, sprach der Wirt etwas ungeduldig. Vorzüglich, erwiderte Pamphaulus, der von der leckeren Suppe wahrlich beeindruckt war. Offenbar hatte der Wirt mit der zweiten Regel recht, denn er war nicht wirklich freundlich, aber das Essen war dafür vorzüglich. Nun möchte ich euch die Regeln erklären, sprach Pamphaulus und fuhr fort, wobei er auf einer an der Wand befindlichen Dartscheibe deutete. Mit mir beginnend werden wir abwechselnd Pfeile auf die Dartscheibe werfen. Trifft man das Bullauge, so muss man ein Maß Bier trinken. Das ist das Beste, denn auch wenn das Volumen groß ist, so ist der Alkohol darin nur gering. Trifft man die Scheibe, welche das Bullauge umgibt, so wird ein Glas Wein geleert. Er ist zwar alkoholreicher, dafür ist das Glas aber kleiner. Trifft man ungerade, so trinkt man einen Krug Met, denn er hat etwa so viel wie der Wein, jedoch ist der Krug deutlich größer. Trifft man gerade, so leert man ein Schnapsglas, was wohl der stärkste Alkohol von den genannten ist. Ich werde natürlich stets das Dreifache trinken. Danach muss noch die faunische Alkoholode gesungen werden, ehe der andere dran ist. Dabei beginnt man nur mit den ersten zwei Zeilen und nachdem jeder einmal dran war, werden jeweils immer zwei Zeilen mehr daran gehangen. Keine Angst, ich werde nicht von euch verlangen, dass ihr sie perfekt könnt. Das wäre ja unfair.
Aber ich werde sie euch einmal vorsingen und dann aufschreiben, damit ihr sie wenigstens halbwegs vortragen könnt. Einverstanden. Aber ich bin kein guter Sänger, sagte der Wirt. Kein Problem, erwiderte Pamphaulus, der die Ode niederschrieb und das Blatt Papier dem Wirt überreichte, als er fertig war, woraufhin er die Ode einmal anschaulich vorsang. Lasset das Bier fließen, schenket den Wein ein, wollen das Saufen genießen, strömt in die Kehle ein. Krug für Krug, Zug für Zug, leeren wir den Humpen. Aufgefüllt, ausgeschenkt, Wirt, lasst euch nicht lumpen. Das Biere fließt, gebt noch ne Runde, das Biere fließt, wer kann ihm widerstehen? Das Biere fließt, Stunde für Stunde, das Biere fließt, was jeder Faun genießt. Lehren willst du das ganze Fass, gelingen wird's dir nicht. Merkst du schon den Schwindel, die Hitze im Gesicht? Hieb's zwar noch den Humpen an, ich rat dir, lass ihn stehen. Kannst ja kaum gerade gucken, geschweige denn noch stehen. Doch lässt den Rat beiseite, leerst ihn in einen Zug aus. Merkst du schon das Grummeln, das Zeug will wieder raus. Es brodelt, es kocht, es siedet und es tobt. Reiß dich zusammen, es kommt gleich wieder hoch. Das Biere fließt, gebt noch ne Runde, das Biere fließt, wer kann ihm widerstehen? Das Biere fließt, Stunde für Stunde, das Biere fließt, was jeder Faun genießt. Nun ist zu spät, du dummer Tor, kannst es nicht mehr halten, beugst dich vor, speist es aus, eine große Lache. Schwarz vor Augen, Sinne rauben, dunkel ist, was bleibt. Stumm und starr bist du nun, dem Gelächter geweiht. Das Biere fließt, gebt noch ne Runde, das Biere fließt, wer kann ihm widerstehen? Das Biere fließt, Stunde für Stunde, das Biere fließt, was jeder Faun genießt. Einen seltsamen Singsang hat euer Volk da, aber ich werde es schon irgendwie hinkriegen, kommentierte der Wirt. Gut, dann fangen wir mit dem Spiel an. Ich beginne, erwiderte Pamphaulus und nahm einen der Dartpfeile aus der Dartscheibe, die an der Wand hing, und warf diesen zielgenau auf die Scheibe um das Poolauge, wo er leise einen kleinen, gespielten Fluch mit dem simplen Wort Mist formte, um vorzutäuschen, dass er sich ärgerte und versucht hatte, das Bullauge zu treffen. Das macht dann 3 Gläser Wein, sprach der Wirt und schenkte das erste Glas ein und stellte es vor Pamphaulus, der sich wieder an den Tisch gesetzt hatte. Er hob das Glas vor sein Gesicht, so als wollte er den Wirt zuprosten, doch in Wirklichkeit war dies nur Schein, so wie ein Gaukelmagier auch zur Ablenkung ausschweifende und mystische Bewegungen formt, einerseits um die Menge zu begeistern, andererseits um Zeit für seinen Trick zu gewinnen. In Wahrheit gewann Pamphaulus einige wichtige Sekunden, in der er sich darauf konzentrierte, Mana aus der Umgebung zu konzentrieren, um damit den Wein in Wasser zu wandeln, so wie es ihn sein Freund Jezuz einst lehrte. Auf diese fast rituelle Weise leerte er so die 3 Gläser Wein, oder vielmehr die Gläser roten Wassers, ohne auch nur im Ansatz einen Tropfen Alkohol zu trinken. Nun war der Wirt an der Reihe. Stumm signalisierte der Faun mit einem Nicken den Wirt, dass er den Dartpfeil aus der Scheibe ziehen und werfen solle, was dieser auch tat. Der geübte Werfer traf das Bullauge und freute sich daher sehr. In einem Zug leerte er den Maßkrug voll Bier, den Pamphaulus ihn eingeschenkt hatte, und wischte sich mit einer fahrigen Geste den Schaumbart vor dem Mund ab, um zu sagen: Jetzt seid ihr dran, Faun.
Stumm erhob sich Pamphaudus und warf den Pfeil erneut in die Scheibe um das Bullauge, was er mit einem gespielten Ärger kommentierte. Oh Mann. Wieder durfte er 3 Gläser Wein trinken, die er jedoch wieder in Wasser umwandelte und so vollkommen nüchtern blieb. Euer Wein ist sehr gut im Geschmack, lobte Pamphaudus schmeichelnd, wenn auch nicht ehrlich, ehe er hinzufügte. Vielleicht darf ich auch mal euer Bier kosten? Was? Habt ihr jetzt schon genug? Wein ist wohl eure Schwachstelle. Erkundigte sich der Wirt fast hämisch, doch schnell wurde er wieder ernst und sprach mit seiner tiefen Stimme. Gerne könnt ihr ein Bier haben. Dann müsst ihr aber auch mal die Mitte treffen, so wie ich. Mit diesen Worten stand er auf und holte sich den Dartpfeil und warf ihn direkt ins Bullauge, weshalb er wieder ein Maß Bier vorgesetzt bekam, welches er erneut in einem Zug leerte. Offenbar war der Mann wahrlich trinkfest. Da es aber an sich nur eine Frage der Zeit war, bis er sich abgefüllt hatte, blieb Pamphaudus gelassen, stand auf und wiederholte das bewährte Ritual, indem er das Bullauge absichtlich knapp verfehlte und wieder 3 Gläser Wein leerte, die er zum Wasser umwandelte. So war der Wirt wieder am Zug. Die 2 Maß Bier hatten anscheinend schon eine leichte Verschlechterung seiner Zielgenauigkeit zur Folge. Zwar traf er auch wieder das Bullauge, aber diesmal hat er schon mehrmals zum Wurf ausgeholt, ehe er traf. Nachdem er das Maß Bier geleert hatte und den Krug dabei versehentlich umstieß, sprach er: So, Faun, jetzt bist du dran. Wobei bereits ein leichtes Lallen zu hören war. Pamphaudus wiederholte das Ritual und so war der Wirt wieder dran. Er zog den Pfeil beim 2. Versuch aus der Scheibe, beim 1. hatte er ihn knapp mit der Hand verfehlt und zielte auf die Scheibe. Da er merkte, dass die Scheibe langsam verschwommen wirkte und auch seine Hand ihn nicht zurecht gehorchen wollte, nahm er die 2. zur Hilfe, indem er mit dieser seine erste am Handgelenk packte und so nicht mehr so sehr zitterte. Der Wurf erfolgte nach 3-maligem Ausholen und er traf ungerade, womit er sich einen Krug Met genehmigen musste. Leicht schwankend trat er zu dem Tisch, wo bereits der gefüllte Krug, den Pamphaudus eiligst gefüllt hatte, auf ihn wartete. Der süße Met klebte und so musste der Wirt einige Male ansetzen, ehe er ihn geleert hatte, und dann lallend sprach, wobei er mit dem Finger auf Pamphaudus deutete. Ja, weißt du was? Du bist eigentlich gar nicht so schlecht. Du bist lustig. Danke, Herr Wirt. Jetzt sollte ich aber werfen. Viel Glück, rief der Wirt ihm betrunken entgegen und zeigte mit einem erhobenen Daumen an, dass er ihm alles Gute wünschte. Pamphaudus traf wie erwartet den Bereich um das Bullauge und durfte so erneut 3 Gläser Wein leeren, wobei der Wirt beim Einschenken eigentlich genug Wein für 6 Gläser versehentlich verschüttete und sich mit den Worten entschuldigte. Das tut mir leid. Ich wusste es ja nicht mehr, welches der beiden Gläser ich füllen musste. Nachdem Pamphaudus die Gläser geleert hatte, sprach er dem Wirt zu, dass er nun dran sei. Nachdem er sich gegen die Wand gelehnt hatte und dabei mit einiger Mühe den Dartpfeil aus der Scheibe zog, warf er ohne großes Zögern und traf dabei erstaunlicherweise sogar gerade, weshalb er einen Schnaps leeren musste. Nachdem er den bitteren Kräuterschnaps in Einzug geleert hatte, war wieder Pamphaudus an der Reihe. Dem Wirt war offenbar bereits übel, denn er lag regelrecht auf dem Stuhl nach hinten gelehnt und betrachtete die verschwommene Gestalt seines neuen Freundes, der in die letzten paar Minuten auf einmal so lustig und fröhlich erschien, als er den Dartpfeil auf die Scheibe warf und diesmal sogar das Bullauge traf. Pamphaudus war sich seines Sieges sicher, und da er gegen etwas Gerstensaft nichts einzuwenden hatte, wollte er sich diesen gönnen. Da der Wirt den Krug neben das Fass gestellt hatte und so das Bier aus dem Zapfhahn den Krug deutlich verfehlte, korrigierte Pamphaudus selbst dessen Position und trank so die 3 Maße aus. Der Wirt war wieder in der Reihe und stand mühsam auf. Ständig musste er sich an Möbeln und Wänden in seinem schwankenden Lauf abstützen, damit er den Boden, der bei einem Blick nach unten immer näher zu kommen schien, nicht berührte. Nach einigen Torkeln erreichte er die Zielscheibe und friemelte den Pfeil heraus. Er stellte sich vor die Dartscheibe und holte 3-mal zum Zielen aus, und als er beim 4. Ausholen werfen wollte, krachte er nach vorn auf den Boden. Lallte noch etwas Seltsames vor sich hin. Das ist der Boden, das war, ja, puh, ja, 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 ich bleib hier liegen. Um sich dann gemütlich auf die Seite zu drehen, seinen Arm als Kissen missbrauchend und schnarchend einzuschlafen, womit Pamphaudus den Wettkampf gewonnen hatte. Also,
Bei dem Laschenbier hätte ich den Trick ja gar nicht anwenden müssen. Sprach dieser noch, als er siegreich am Tisch saß und noch ein Maß leerte, was er sich, während der Wirt sich bemühte, den Wurf auszuführen, eingeschenkt hatte. Pamphaudus schritt danach hinter den Tresen und stieg die Treppe hinauf, wo er die Schlafstätten erreichte. Sie waren für die Größe der Taverne recht umfangreich gestaltet. Jeweils links und rechts von der Treppe befanden sich durch je eine Tür abgetrennt ein Schlafgemach, welches aus zwei identischen Betten, die weich und flauschig anmuteten und bei Bedarf zusammengestellt werden konnten, sowie zwei Kommoden und einer kleinen Truhe vor jedem Bett für Habseligkeiten, dargeboten wurde. Die Schlafgemächer unterschieden sich in so wenigen Details, dass sie sich fast glichen, weshalb Pamphaudus nicht lange zögerte und sich für das rechte Schlafzimmer entschied. In dem Raum, in den die Treppe führte, befand sich allerdings auch noch eine Tür, welche nach vorn führte und an der mit schwarzer, dicker Tinte dran geschrieben stand, privat, und wahrscheinlich die Räumlichkeiten des Wirtes beherbergt. Pamphaudus betrat das linke Schlafgemach und nahm eine der dicken Daunendecken von den Betten, um wieder herunterzugehen und den schnarchenden Wirt zuzudecken. Ehe der Sohn der Gaira wieder zurück in das rechte Schlafgemach ging und sich in eines der Betten legte. Auf dem Rücken liegend konnte er direkt durch das nahegelegene Dachfenster des schrägen Daches blicken und zusehen, wie die Tropfen gegen das Glas prallten, um anschließend in kleinen Wellen herunterzulaufen. Mit dem rhythmischen Trommeln der Regentropfen auf der Glasscheibe fiel Pamphaudus schnell in einen tiefen Schlaf.